Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Wir sind im letzten Part hier in Terra angekommen und dieser alte Opa hat uns ja abgefangen, sag ich mal. Wir sind der Unwissende. Ist auch schon irgendwie fertig. Hier kann ich nicht runter, schade. Und ein Update. Schön. So. Was haben wir denn? Was haben wir hier für Monster? An Augen etwas. Jetzt brauchen wir nur einen Stock und einfach in die Augen stecken. So, greif mal an. Greif mal an. Angriff. Sprung. Was? Der heilt sich selber? Oh, shit. Das könnte brutal werden. Freya ist die einzige, die sich nicht selbst heilt, weil sie dieses Stimmband nicht hat. Schade. So, dann hoch mit dir. Und dann greifen wir einfach weiter an. Was ist jetzt passiert? Was tut der da? Nein! One-Hit, ja, nee, ist klar. Wie unfair ist das denn jetzt? Ach du Schande. So, du greifst an. Eiko muss dann heilen. Absorbieren. Der heißt Freya. Kann das sein? Boah, dieser Schaden, ne? Item. Auflegen. Oh Mann. Das kann was werden. So. Absorbieren. Wen trifft's jetzt? Ah, ist okay. Lily kann sich erstmal selber heilen. Nicht, dass sie jetzt noch irgendwie kaputt gemacht wird. Oh, das geht natürlich auch. Sogar noch besser. Alle leben. Der gute Sack ist down. Oh, ein bisschen Money. So, Lily, du kannst mal ein bisschen heilen. Das, ja. Und so. Wir haben ein bisschen Vita. Und dann haben wir auch alles voll. Ja, perfekt. Ah, Freya, schade, dass du es echt nicht hast. So, wir haben gemerkt, die Bosse. Bosse, sag ich schon. Die Gegner sind gar nicht mal so schwach. Willkommen in Terra. Was ist das? Hey! Die sah ähnlich aus wie die, auch so ein Katzenschwanz, sag ich schon. Auch so ein Affenschwanz. So. Ich gehe erstmal hier runter. Aber ich denke, das ist hier nicht der richtige Weg. Hypnosemütze. Okay. Oder auch mal Alkohol, du kannst doch bestimmt irgendwie sowas tragen. Hypnosemütze macht Zauber runter. Kannibalen kann. Konterzauber. Konterzauber, klingt auch nicht schlecht. Aber ich will lieber das haben. Behalten, was ich schon habe. Oh, wir spiegeln uns hier im Boden. Ist ja cool. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich richtig gehe oder falsch. Vielleicht bin ich richtig gegangen, weil es der optionale Weg war. Drachenreif. Das gucke ich auch mal direkt nach. Didi, du kannst doch bestimmt sowas tragen, oder? Drachenreif. Hat auf jeden Fall die Abwehr. Ah, die normale Abwehr steigt. Oder Z-Abwehr. Also, Z-Abwehr steigt, Abwehr sinkt. So. Ah, Wille sinkt auch, aber die Stärke und sowas unbedingt. So gut, das Ding ist natürlich auch nicht so krass gut. Wir können ja mal. Bestientöter Level Up. Bei dir wird das sogar noch am meisten helfen. Weil du mehr Bonus kriegst als andere.
Flex ZAP. Ja, komm. Götterspeise. Kann man es aktivieren? Götterspeise? Nein! Aha. Nein. So, Götterspeise. Pokerherz, ne? Was ist denn Götterspeise? Da. Was kann das? Verhindert Stangen gibt es auch so. Aber da fehlen uns irgendwie 3 Punkte für. Das ist. Nee. So, hier kommen wir nicht weiter. Nein, alles klar. Da kann ich auch nicht hoch. Perfekt. Dann haben wir genau das Richtige gemacht. Ich finde auch cool, dass er sich hier spiegelt. So. Gehen wir nach oben. Gehen mal dem Mädel hinterher. Sah jedenfalls aus wie ein Mädel. So. Und hier hätten wir einen Sneak Peek gekriegt für die andere Kiste. Okay. Hä? Hey, warte. Oh, sie rennt wieder weg. Na toll. Ist das unser besseres Ich oder so? Hä? Was? Was ist denn los? Los. Wow, da muss ich hin. Kriegen dich noch, keine Angst. Wo ist sie hin? Wir müssen runter. Spinnweben. Wow. So, was? Wenn sie da ist, dann ist das der richtige Weg. Dann gehe ich erstmal hier runter. Ich denke, das ist dann wieder optional. Die wollen es ja mit ihr quasi irgendwo langlocken und dann gehen wir natürlich erstmal die anderen Wege, damit wir ja nichts verpassen. Hoffentlich. So. Ah, Freya. Gleich vorspringen. Eiko. Ja, mach halt auch mal. Dann kam's. Absorbieren. Au, oh, das ist zu viel, oder? 3200? Knapp 1000. Naja. Ist ja besser als dass er uns wieder One-Hits verteilt. Also kann er ruhig weitermachen. Ja, hat er noch einen mega guten Schaden mit 2200. So muss das. Hypnose. Oh. Schutz. Oh, perfekt. So, mein Klein. Mach den mal fertig da. Zack. So, sie dann. Einsatz. Hat sogar schon gereicht. Eine Phönixfeder und nochmal eine Karte. Kann ich nicht da hinten lang? Nö. Ja, komm. So. Aha. War ja klar. Hier muss ja noch was sein. Allheilmittel. Hm, interessant. Na komm. Nein! Hoch da. Danke. Okay, dann weiter zu ihr. Oder wir machen einfach noch einen Kampf. Jetzt nur diese Viecher. Was ist denn los? Keine Abwechslung. Okay. Ich glaube, wir sind so gut wie wieder voll. Todes Roulette. Oh nein. Okay, wer ist tot? Du selbst, komm schon. Töte dich selbst. Töte dich selbst. Töte dich selbst. Jawoll. Richtig nice gemacht. Wie viel Erfahrung kriegen wir jetzt dafür? Level up, Medica. Eine Phoenix-Fehler. Das war ein richtig guter Kampf. Okay. Da war ein Mistral-Stab. Neuer Stab. Den kann, glaube ich, Lili benutzen. Moment, was
kann das? Tobsucht, Wicht und Vita. Okay. Hat mir keinen Todesstab oder sowas? Oder habe ich mich verlesen? Anlegen, gucken wir mal bei Eiko. Ach ne, Mistwurststab, so ist das. Reflex, Schelz, Protes. Was hast du jetzt? Medica, Hast und Regina. Alles aktiv. Regenerieren, du hast eh dieses Goldkäppchen. Deswegen brauchen wir jetzt Hast, brauchen wir eigentlich auch nicht, um schneller zu werden. Glaube ich nicht. Und Medica. Ja, Heilung hast du eigentlich auch genug. Ich tausche mal gegen den Mistelstab wegen mehr Damage und Reflekt und sowas. Ist alles aktiv, ist auch nicht so geil, aber naja. Ist okay. So, können wir denn noch eine Ability für Lili anlegen? Sie hat nämlich 4 Punkte. Lindern, das war für Gegner, ne? Naja, auf keinen Fall. So, wir haben Adrenalin. Verhindert Stopp, oder? Wir machen Verhindert Schweigen. Schweigen. Schweigen oder Stopp? Ich glaube, ich nehme Urschrei. So. Hinunterklettern. Ich dachte, ich kann jetzt in die Cutscene. Dämon. Oh Mann, ich bin so gut in seine Sachen. Was ist denn los? Zieht dann bestimmt. Kraftkürzer. Dämonpanzer. Bisschen weniger Stärke. Mehr Zauber? Okay. Da hätte ich jetzt eher nicht gerechnet. Dämonpanzer. Mehr Zauber. Mehr Abwehr. So, nimm hin. Was kann er überhaupt? Auto-Potion? Aha. Adrenalin. Naja, Auto-Potion brauchst du ja nicht. So, dann weiter. Wer bist du? Du weißt gar nichts, oder? Komm mit, willst du es schon verstehen? Auch wenn du frei bist. Okay. Ich wette, sie ist ich oder ich bin sie. Ich habe keine Ahnung. Hey, warte. Irgendwie so. Weil sie sind so, irgendwie zu ähnlich. Blonde Haare. Gleich Affenschwanz und so. Ist ein bisschen auffällig, würde ich sagen, aber naja, wir werden es herausfinden. Na, geh mal zu, dann wirst du. Dann wird alles klar. Okay, sag mir nichts anderes mehr. Okay, gehen wir weiter. Und ein erneuter Kampf. Was haben wir da? Aber was Neues. Nachdem der letzte sich selbst vernichtet hat, müssen wir uns was Neues geben. Aha, Schutz. Ist doch schon mal gut. Wir können Lili überhaupt nichts. Ach, jetzt greift sie auch so an. Bio. Schon mal guter Schaden, würde ich sagen. Ah, er schwankt. Na, oder mehr oder weniger. So. Bloß wenn wir Selbstheilung haben, die ist mega. So, kann der erste wenigstens mal sterben? Ich wäre voll dafür. Blende. Das ist natürlich doof. Schutz, oder? Schade. Okay, dann schon mal down. Silenzium. Ja, was soll man das macht? Sorry, wenn er vielleicht angreift. Ist das in Ordnung? Ich finde diesen Angriff so cool. Erstmal, weil sie ganz halt in Sicherheit ist und zweitens, weil sie mega Schaden damit macht.
Er sollte nicht allzu viel aushalten, schätze ich. Ah, verfehlt. Na toll. 1000. Auch nicht schlecht. Das reicht nicht. Wow. Machen wir halt wieder. Ist egal. So, jetzt aber da. Oh. Ich habe eigentlich gedacht nach dieser Runde, aber. Dann halt nach, direkt nach dem Angriff schon. Karte. So, jetzt muss ich leider erstmal. Okay, nur die beiden. Die erstmal heilen. Was nehme ich denn? Antidot. Skin Gift. Augentropfen. Okay, Goldnadel. Baldrian. Auch nicht. Ah, gut, das ist nicht im Kampfversuch. Aha, Echokraut. So, dann gehen wir mal weiter. Oh, das hier ist ein Paralleluniversum von dem anderen. Oh, hier kann ich gar nicht hoch. Wo geht's lang? Wo bin ich? Ich bin irgendwo hinten lang gelaufen. Aber ich dachte, das ist optional. Das ist echt ein krass langer Weg noch. Ach, nur einer. Und wir haben den Vorteil von der Seite. Nice. Verdammt sie dann, greif mal an. Ah, ist er. Warte mal, hat sich dann gerade verfehlt? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, weil ich irgendwie damit beschäftigt war, die Attacken auszuwählen. Normaler Schaden. Also nicht so schlimm. Der Sprung kommt auch gleich wieder, ne? So, schöner Schaden. Ach, dann aufhören mich mal wieder zu verzaubern. Ich weiß ja nicht, was es tut, aber es nervt, dass ich überhaupt irgendwas noch habe. Das war der. Kann ich mir eigentlich angucken, was dieses Zeug macht? Ach, ich krieg keine EP. Na super. Das ist ja doof. Moment, ich hab da zwei Sachen drauf. Toll. Da will ich hin. So. Machen wir nochmal das ganze Echokraut. Was ist das andere jetzt? Nee. Auch nicht. Okay. Augentropfen. Mann, was soll denn da helfen? Ein Talisman. Auch nicht. Ups. Aha. Vakzin. Was macht das? Infektion. Wieso hat man eine Infektion drauf? Aha. Perfekten Weg hier nochmal um. Hexenrobe. Wer ist die größte Hexe von euch? Aha, ein Maiko. So, Judo-Kittel. Hexenrobe. Mehr Zauber, mehr Abwehr, mehr Zellabwehr. Nehmen wir. Ja. Passt. Ha, Moment. Ich glaube, ich habe was gesehen. Nee, doch nicht. Aber ich kann trotzdem mal gucken, ob Gute Freya irgendwie noch ein paar Punkte einsetzen kann. Moment, was war so? Immer Reflekt. Hau den Lukas. Erreicht. Was? Erteilt Zustandsveränderung, falls er für solche Eigenschaften trägt. Ja, nehmen wir. Ich kann ja eh nichts anderes nehmen. Zustandsänderung, was hast du denn so auf deiner Waffe? Stopp. Ah, guck mal. Erteilt Zustandsveränderung, stopp. Ja, perfekt. Dann kriegen wir das vielleicht sogar nochmal drauf. Nice. Ich muss irgendwie. Ah, jetzt bin ich wieder hier. So.
Was ist denn das hier für ein komischer Ort? Im Gegensatz zu bisher sieht hier alles irgendwie wie künstlich erschaffen aus. Aber die Anwesenheit von Menschen spricht trotzdem nicht. Willkommen zurück. Das ist der Ort, an dem du sein solltest. Der Ort, an dem man auf den Zeitpunkt seiner willenlosen Hingabe wartet. Dein Ort. Aha, mein Ort. Willenlose Hingabe. Branbalu. Ha. Okay. Hey, warte, was soll denn das heißen? Was? Oh shit. War in Wirklichkeit nur ein Schiff? Aha. Das war eine Illusion dann quasi. Oder was? Lilly? Was hast du? Lilly! So ein Dreck. Was in aller Welt läuft hier eigentlich? Okay, sie haut auch ab. Du weißt wirklich nichts. So wie ein neugeborenes Kind. Weshalb du dein Leben erhalten hast, weshalb du überhaupt existierst. In dieser Unwissenheit schreist du auf, versuchst deinem Leben, deiner Existenz eine Bedeutung zuzumessen. Du weißt wirklich nichts. Ja, woher auch? Ich weiß ja gar nicht, was los ist. Wir müssen für Lilly einen Platz zum Ausruhen finden. So dann, ich bleibe bei der Prinzessin. Finde du einen Ort, wo sie sich ausruhen kann. Alles klar, hier wird, hier, wird es ja wohl sowas wie ein Bett geben. Hoffe ich zumindest. Also, ich bin gleich wieder da. Pass dann auf Lilly auf. Okay, er passt auf Lilly auf, den nehmen wir mit. Ich bin für Vivi. Bei, du könntest eigentlich auch ein bisschen mitleveln, ne? Bis auf 35. Könnten wir mitnehmen? Ich nehme trotzdem Queener mit. Einfach nur just for fun. Auch wenn er immer drauf gehen wird. So, ich würde sagen, wir beenden hier den Part und ja, machen uns auf der Suche nach einem Bett, damit Lilly wieder zu Kräften kommt. Aber erst beim nächsten Mal. Bis dahin dann. Ciao.